Moin, ich bin sowieso, ihr habt uns Fragen gestellt und davon beantworte ich jetzt ein paar. War das die Anmoderation, die du dir gedacht hast? Ja. Okay, mein Name ist unten eingeblendet und folgende Fragen habe ich bekommen. Entschuldigung, ich muss mich gleich entschuldigen, bin ein bisschen verschnupft. Coronavirus, hey. Ich versuche das hier so gut durchzuziehen wie möglich. Lugaru93 fragt, ist Baktiths harte männliche Stimme antrainiert und fordert manchmal ihren Tribut in Form von Halsweh oder ähnlich oder ging das Pöbel-Solo schon immer wie geschmiert durch die Kehle? Lachen aus Smiley. Gefällt dreimal. Das ist mehr oder weniger antrainiert. Also ich habe einfach irgendwann halt damit angefangen, diese Stimme auf der Bühne zu machen. Und im Nachhinein hat mir mal jemand gesagt, das hätte auch schief gehen können. Also eine Vocal Coachin vielmehr, hat mir dann gesagt, ich hab Glück, dass das hier mir nicht meine Stimme zerschossen hat. Aber wenn es meine Stimme zerschossen hätte, dann wäre das mittlerweile schon passiert. Also kann ich guten Gewissens so weitermachen. Aber macht das nicht einfach so. Redet vorher mit einem Experten. Fragt eure Eltern, ob ihr das dürft. Ja? So, Herbst.Wald fragt, was wiegt ein Akkordeon? Und wie kommt man als junger Mensch darauf, seine Zeit damit zu verbringen, ein unter Jugendlichen so wahnsinnig cooles... Ja, du findest das auch so ein bisschen ironisch, ne? Ja, ja. Der Lütte mag das Instrument auch nicht so, wenn ich das zu Hause spiele. Naja, so wahnsinnig cooles Instrument zu erlernen. Ist ja nun auch nicht ganz unkompliziert, ein Akkordeon zu beherrschen, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das Ding wiegt. Ich habe das irgendwann mal gewogen, aber ich habe es vergessen. Ich schätze, das sind irgendwas um die 10 Kilo oder sowas. Um und bei, plus minus. Ich bin sehr schlecht darin, sowas zu schätzen. Wie kommt man als junger Mensch, darauf, seine Zeit damit zu verbringen? Ja, ich habe das ja extra für die Piratenband gelernt. Ist die Sache. Ich konnte das ja vorher noch nicht. Und habt ihr das gehört? Ich hoffe nicht. Naja. Ich hatte das ja vorher noch nicht. Also kannte schon, konnte aber noch nicht. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, als ich irgendwie eine Zeit lang in der Band nur Flöte gespielt habe, dass ich damit ja gar nicht gleichzeitig singen kann. Und dann hatten wir die Gelegenheit, günstig an so ein Akkordeon ranzukommen. Und dann haben wir gedacht, ja guck, das ist also viel seemännischer geht's ja nicht. Und als Kind hatte ich halt Klavierunterricht, das heißt die rechte Seite war schon mal kein Problem. Diese ganzen kleinen Knöpfe auf der linken Seite waren, also, das war ein bisschen Fisselarbeit, aber das hat dann auch geklappt. Und mittlerweile ist mir das echt ans Herz gewachsen. Also mittlerweile finde ich das ein richtig, richtig cooles Instrument. Sarah Emerald oder Sarah Emerald. Ist der Spagat zwischen Familie mit kleinem Kind und Musikerleben und Tour schwierig oder machbar? Tatsächlich ist das ziemlich gut machbar. Das Gute ist ja, dass ich, dadurch, dass ich am Wochenende arbeite, unter der Woche immer zu Hause bin. Das heißt, unter der Woche kann ich auf den Lüden aufpassen zu Hause und dann am Wochenende übernimmt meine Frau. Und die Abende können wir halt alle gemeinsam verbringen und die Nächte auch. Weil da sind wir auch meistens alle wach. Michelle Lück fragt, Lieblingsgetränk und wie kommt ihr auf den Namen Baktiths? Lieblingsgetränk ist schwer zu sagen, das ist so ein bisschen Stimmungsgeschichte. Also ich mag tatsächlich das, okay, pass auf, was ich auf der Bühne immer trinke am liebsten, das ist jetzt das unpiratigste und viele werden jetzt anfangen, mir meine Männlichkeit abzusprechen oder sowas. Auf der Bühne trinke ich furchtbar gerne alkoholfreies Radler. Ich mag den Geschmack nämlich unfassbar gerne. Ich mag das Bittere von dem Bier und das süße, erfrischende von der Limonade. Aber ich brauche den Alkohol nicht unbedingt da drin. Ne? Ja, ich weiß, Friedrich, du bist enttäuscht von deinem Vater. Aber deswegen, also ich bin halt gerne Herr meiner Sinne, zumindest noch auf der Bühne. Deswegen alkoholfreies Radler, ich trinke auch normales Radler. Tatsächlich Bier einfach so mag ich nicht so gerne. Aber um meine Ehre zu retten, ich trinke halt auch Rum sehr, sehr gerne, um auch beim Piratenklischee zu bleiben. Wie kommt ihr auf den Namen Baktiths? Baktiths heißt so Nagezahn oder Schieferzahn oder sowas. Und das war halt, als wir so die ersten Make-up-Tests in der Verstehung gemacht haben, die ersten Kostümtests, da habe ich halt so meine Zähne komplett mit dem Zahnlack vollgeschmiert und nur die beiden freigelassen, wie ich es auch heute halt immer noch mache. Und dann sah ich halt so ein bisschen aus wie ein Hase und darum Nagezahn. Also die Piraten haben ja immer so einen Spitznamen. Bannock übrigens ist eine phonetische Anspielung an Haddock. Also Kapitän Haddock aus Tim und Struppi ist eine der großen Inspirationen für meinen Bühnencharakter. Mia Culpa fragt, wie viele Mädels konntest du abschleppen, indem du gesagt hast, dass du Akkordeon spielst? Null. Hey. Das war die nächste Einschränkung. Captain Conny, also außer dich ganz final. aber Captain Conny habe ich nicht abgeschleppt, indem ich ihr erzählt habe, dass ich Akkordeon spiele. Ich habe Captain Conny abgeschleppt dadurch, dass ich Akkordeon spiele. Das finde ich, ist ein Unterschied.
The Ritz 666. Hast du eigentlich mehrere Akkordeons? Welches bevorzugst du für die Auftritte, für kleine private Stücke und wie bist du zum jeweiligen Modell gekommen? Ach, und ganz klar, seit wann spielst du denn eigentlich schon? Seit wann spielst du denn schon? 2011, 12 so um den Dreh, glaube ich. Ich habe insgesamt 3 Akkordeons. 2 davon sind allerdings das gleiche Modell. Auf der Bühne habe ich einen Roland FR3X. Das ist ein elektrisches Akkordeon, tatsächlich so ein MIDI-Akkordeon. Das ist viel, viel unkomplizierter, das mit solchen Anlagen zu verbinden und sowas. Als ich früher noch ein akustisches Akkordeon auf der Bühne gespielt habe, da hatten wir ständig irgendwie Rückkopplungen. Kaum ein Techniker wusste irgendwie, wie man sowas richtig abnimmt. Das war ein Krampf. Und deswegen habe ich dieses Roland FR3X, wie gesagt heißt das, da habe ich 2 von, falls das eine kaputt geht, dass wir ein Backup-Instrument auf der Bühne haben. Und ich habe zu Hause noch mein altes akustisches Akkordeon stehen, das ist ein Honor Verdi 2C oder sowas ist das, glaube ich. Ja, und das benutze ich halt, um zu Hause zu üben und so ein bisschen rumzudaddeln. Wie bin ich zum jeweiligen Modell gekommen? Das MIDI-Akkordeon wurde mir einfach mal empfohlen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich. Das Vorgängermodell habe ich bei Andy von den Cobblestones einmal anspielen dürfen. Und das fand ich sehr, sehr praktisch. Und das an das akustische Akkordeon sind wir einfach irgendwann mal sehr günstig rangekommen. Und das war so ein Gelegenheitskauf. Paninara 0.2. Möchtest du noch mehr kleine Pulveräffchen? Herzchen, Augen, Smiley. Ja. Fussel.Gangplank. Konntest du schon immer so gut pöbeln? Nein, überhaupt nicht. Als Kind war ich super schüchtern. Also das hätte ich mich nie irgendwie getraut. Mittlerweile habe ich so eine gewisse Routine, würde ich mal sagen. Aber es ist trotzdem Show, muss ich sagen. Also im Alltag wäre ich nie so drauf. Ich enttäusche mein Kind schon wieder. Ja, Entschuldigung. Dein Papa ist ein Beta-Männchen, es tut mir leid. Feuerin. Lieblingsfluch oder Pöbler. Schwitzender, grinsender Smiley. Spacken. Spacken ist so ein schönes Wort, das ist so gefällig, rollt das von der Zunge. Ich liebe das. Bibriel 30. Was begeistert dich so am Piratendasein? Totenkopfflagge, Totenkopf, Feuer. Das ist schwer zu sagen. Also, das ist natürlich. Diese freiheitliche Romantik, die dahinter steht, ist natürlich ganz toll, aber vor allem der Spaß an der Sache. Also, das ist natürlich so eine romantische Verklärung, was wir da alles machen, aber vor allem spielen wir des Spaßes halber mit diesen ganzen Klischees. Als Kind waren wir riesengroße Fans alle miteinander von diesen Monkey Island Spielen. Also das ist ein deutlich größerer Einfluss, zum Beispiel das Fluch der Karibik bei uns. Aber es ist eben diese Möglichkeit, einfach in Ringelstrumpfen auf die Bühne zu treten und sich einfach selber mal 2 Stunden überhaupt nicht ernst zu nehmen und einfach nur abzukaspern. Also das ist, was mich so begeistert. Und Rum ist wichtig. Julia Marascha. Lieblings- und erstes Pen and Paper. Aha, weißt du noch deinen ersten Charakter? Ja. Mein erstes Pen and Paper-Rollenspiel war so eine selbstgeschriebene, reduzierte Version von Das schwarze Auge, das unser Spielleiter damals gemacht hat, weil er das Regelwerk nicht vor Ort hatte. Das haben wir so improvisiert im Zeltlager gespielt. Wir waren so die kleinen Dötzen, alle so um die 11 Jahre alt irgendwie. Und das Zeltlager war sehr verregnet, deswegen sind diese ganzen Spiele draußen flach gefallen und unser Gruppenleiter musste irgendwie was improvisieren und hat dann mit uns DSA gespielt. Hat sich so Kniffelwürfel dann irgendwie besorgt und hat dann, ja, so mit uns so eine DSA-Runde improvisiert und mein allererster Charakter hieß Aurin. Ich habe damals die unendliche Geschichte gelesen und darum hieß er Aurin. Das war ein Elf, weiß ich noch. Genau. Und mein Lieblings-Pen and Paper ist, es gibt eine Menge, die ich cool finde, aber irgendwie finde ich immer wieder ganz klassisch zu Dungeons & Dragons zurück. Also die 5. Edition ist momentan mein Favorit. So. Ich leite auch momentan wieder eine Runde. Ich bin sehr froh, dass mir der Lüfte da mittlerweile wieder so ein bisschen Zeit für lässt, beziehungsweise Conny mir da entsprechend ihren Rücken frei hält. Aber sie spielt auch selber mit, deswegen ist es nicht ganz uneigennützig von mir. Valued Commentator Caroline Fischer fragt, was kann man nehmen, wenn man gerade kein Schwert zur Hand hat, um Spacken auf die Backen zu hauen? Die flache Hand. Alle meine Freunde kriegen Klaps auf den Po. Klaps auf den Po. Klaps auf den Po. Alle meine Freunde. Andreas Karpfen. Was ist dein Lieblingsspiel in dem Thema Piraten? Du kennst die Antwort doch. Ich habe es doch eben gesagt. Also Monkey Island. Ich würde sagen Monkey Island Teil 1, Monkey Island Teil 2, Monkey Island Teil 3.
Und mach hier einen Teil 5. Sind meine Lieblingsspiele im Thema Piraten. Top-Fan Jörg Nolting fragt, über welches Thema würdest du aktuell gerne mal ein Lied schreiben, auch wenn es gar nichts mit Piraten oder Mittelalter zu tun hätte? Das Tolle am Thema Piraten ist ja so, dass man irgendwie fast immer eine Kurve kriegt, um irgendwas so als Parabel drauf zu münzen. Ich habe momentan neulich gerade erst einen Text geschrieben, oder neulich vor 2-3 Monaten, den wir noch nicht umgesetzt haben, zum Thema Klimawandel tatsächlich, beziehungsweise über so ein bisschen so Schmählied über Klimaleugner ist das. Und das habe ich auch irgendwie hingekriegt, dass dann irgendwie, dann brennt der Bug vom Schiff und der Captain glaubt das aber einfach nicht und so. Manuela Fing fragt, warum ist Baktis nur so großartig? Herzchen-Augen-Smiley. Gene. Spaß beiseite. Was heißt hier Spaß beiseite? Bereust du irgendwas in deinem Leben oder würdest du etwas anders machen wollen? Ich bereue einiges in meinem Leben. Wer sagt, er bereut nichts in seinem Leben, der ist meiner Meinung nach ein Depp, der glaubt, keine Fehler gemacht zu haben. Aber andererseits würde ich auch nichts anders machen. Also ich bereue einige Sachen, aber ich habe ja daraus gelernt, weißt du? Also das sind für mich ja Gelegenheiten, um dann mein Lebensstil anzupassen. Und nein, ich würde nichts anders machen wollen. Momentan, ich habe eine wunderbare kleine Familie, eine Frau, einen super tollen kleinen Sohn und meinen absoluten Traumjob. Und alles, was ich ja gemacht habe, hat irgendwie hier hingeführt. Und deswegen würde ich auf keinen Fall irgendwas anderes machen wollen. Das klingt ganz schön schnulzig jetzt, aber ist die Wahrheit. Ralf Friedrichsen, hast du Lust, mal was Eigenes zu machen, außerhalb der Pulveraffen? Und welche Stilrichtung wäre das dann? Was Eigenes weiß ich nicht. Außerhalb der Pulveraffen. Ich vermisse tatsächlich, was wir früher mit den Pulveraffen gemacht haben. So klassischen Irish Folk würde ich ganz gerne mal wieder machen. Nein, erstmal bleiben die Pulveraffen-Priorität auf jeden Fall. Ines Kammerschmidt fragt, hat er seine Frau schon mal fette Beute genannt? Und falls ja, wie war ihre Reaktion? Grinsen und Smiley. Er hat seine Frau noch nicht fette Beute genannt, nein. Falls ja, wie war ihre Reaktion? Hat sich dann auch erledigt. Top-Fan plus 1, Böhring. Kannst du mir sagen, wie spät es ist? Moment, Böhr. 14.08 Uhr. Ich helfe doch gerne. So, wie kriegt das hier wieder so? Frag Hurley. Daniel Tesch 81. Verwechselst du manchmal die Rollen als Fummelfips und Mr. Hurley? Ja, die sind beide so scheiß hässlich. Ey, das ist ja auch... Ich sollte jetzt aufhören, ne? Das sind schon die Fragen an Mr. Hurley. Aber ich dachte, das fand ich trotzdem mal interessant. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns dann demnächst. Tschüss.